Lass mal gucken, wofür Papa Platte der Volltrottel 50 Euro ausgegeben hat. Let's go. Digga, als ob es geklappt hat, Junge. Das geht ab, Bruder. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum zum Flying Fuck ich hier bin. Wir haben für 18 Uhr einen Hypnotiseur gebucht. Einfach. Digga. Der hat 1000 Euro gekostet. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist, Digga. Wo ich hier bin. Ist es Stuttgart wahrscheinlich, oder? Weil da alles komplett kaputt ist. Wir brauchen natürlich auch eine heftige Location dafür, deswegen habe ich Tim und Nico gefragt, ob wir es bei denen im Büro machen können. Und Dicker, ich habe nicht mal Plan, ob die gerade da sind. Aber wir schauen einfach mal. Wir fahren mal hin und gucken, was passiert. Timo hat neue Botten, Freunde. Alter, der sieht aus. Oh nee, Alter, Junge. Warte mal. Irgendwann wird der Tag kommen, da werden wir was planen für den Vlog. Sowas wie Bungee Jump oder so. Mhm. Wir werden sein, dass ich das mache, aber am Ende des Tages machst du's. Nee, das wird nicht passieren. Doch, Digga. Ich glaube nicht mehr. Hundertprozentig. Ich sabotiere den Bungee Jump von meinem Cutter. Chillige Idee, Kevin. Hallo! Digga, dein Nachbar, wenn du nachts um 12 zu laut bist. Hallo! Nico? Tim? Jungs? Ich habe mir gestern so ein paar Hypnotiseur-Videos angeguckt. Es war so ein Typ, so ein Street-Comedian, und der hat so bei so einer Frau immer so gemacht: Schau auf meinen Ring. Und dann ist die so, und dann ist der so zusammengeklappt und hat der immer so die so Kopfmassage-mäßig gegeben. Digga, wie der das erzählt, Alter. Man kommt überhaupt nicht hinterher. Fühlt sich jetzt betrunken und dann ist er die ganze Zeit so rumgeschwankt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, Bro. Glaubst du da dran? Ich weiß nicht, können wir das bei dir machen? So nicht, dass du betrunken bist, sondern dass du auf Meth bist? Ich habe noch nie Meth genommen. Ja, stimmt nicht, Kevin hat schon mal Meth genommen. Funktioniert nur dann, wenn du es schon mal genommen hast. Achso, du willst es im Vlog jetzt nicht sagen. Ja, Bro, ich habe noch nie Meth genommen. Kevin hat Meth genommen. Sehe ich aus wie jemand, der schon mal Meth genommen hat? Absolut, Digga. Du siehst aus wie das Gesicht, was auf einer Crystal Meth-Verpackung drauf ist. So siehst du aus, Digga. Man könnte das jetzt einfach so auf ein Baggy Crystal Meth draufdrucken. So sieht jemand aus, der Crystal Meth verkauft, konsumiert und dafür mit seinem öffentlichen Gesicht einsteht. Ich glaube, wir können den Cut hier setzen. Ja, klar. Timo hat gerade Danny geschrieben, was wir heute machen, dass heute halt ein Hypnotiseur kommt. Ja. Was hat Danny geschrieben? Was für ein Ding, ein Friseur. Alter, nicht sein Ernst. Fucking Giga-Trash, stupid Danny. Ja, ich habe geschrieben, ja, machen alle an der Haarschnitt heute, das ist die Vlog-Idee. Pass auf, Antwort. Wir schneiden uns die Haare sehr, sehr wild. Ich neues Placement vom Sinaloa-Kartell, no joke. War es, Digga. Daniel! Ich, your boy, Top-Feel. Hat, ich schwöre, Danny hat auch nur ein Shirt, dieses Prada. Der Friseur kommt gleich. Digga, was ist der Friseur eigentlich? Mein Junge, Hypnotiseur. Ich hab Friseur verstanden, Junge. Sag immer schon, was wir sprechen. Wir wollten eigentlich mit der Bungee-Jumpen gehen, aber das hat 8000... Ist nicht dein Ernst. Doch, aber es hat 8000 Euro gemacht. Gekostet. Hätte ich nicht gemacht. Ich mach alles, aber Bungee-Jumpen mach ich nicht. Das ist dann... Das machen wir für den nächsten Vlog. Genau. Whitey, dankeschön. Ja, genau. Schneider, so, ne, safe ist für später. Okay. Ich würde es safe. Ja. Okay. Oh, warte, super. Kevin, wen kennst du am meisten hier von den Jungs? Am meisten kenne ich Dominik. Mhm. Dominik, okay. Kevin, kommst du bitte hier links zu mir? Ich setze dir mal kurz diese Augenbinde auf. Nicht erschrecken, wahrscheinlich kennst du das schon privat. Soweit. Stell dir mal vor, der Typ, no joke, der Typ geht jetzt einfach hin und hypnotisiert die alle. Dann, dann zieht er die einfach ab und verpisst sich, Digga. Also der Typ ist auf jeden Fall fishy, weil der trägt ein Jack-and-Jones-Shirt, Alter. Was ich jetzt sage, denkt ihr beide an dieses sehr besondere Ereignis, das euch zusammengeführt hat, okay? Mhm. Ah, der Moment, wo sie auf Grindr gematcht haben. Nur kurz, wenn ich dich hier so berühre, du siehst nichts, richtig? Ja, ja. Spürst du das alles? Ich spüre das alles, ja. Okay, perfekt. Ich mache das gleich weiter bei dir und frag dich auch gleich ein paar Sachen dazu. Du sagst aber erstmal nichts. Also du spürst erstmal nur die Berührung und wartest, bis ich dich frage. Okay. Okay, also sonst alles safe, ja? Okay. Bitte halt mal deine Augen ganz fest geschlossen. Machst du nur Reactions, ja, wir schauen uns 12 Stunden also, Videos an. Obwohl du die Augenbinde hast, bitte ganz fest zu. Versuch alles zu spüren und sag nichts und denk bitte bei dir jetzt an dieses Ereignis. Und du versuch mal, die Augen zu schließen. Kevin, nur ja oder nein, hast du was gespürt? Ja. Streck mal die linke Hand nach vorne aus und zeig mal anhand der linken Hand, wie oft du eben was gespürt hast. Okay, machst du super. Und kannst du jetzt zeigen, wo? Zeig mal mit der linken Hand wo. Ja, super, super, perfekt. Pass mal auf, ich berühre mal leicht deinen Hinterkopf und klatsch in die Hände. Denk weiter an dieses Ereignis, sobald du... Ich mach das sehr sachte, dass du dich nicht erschreckst. Und dann klatscht du in die Hände, sobald du das spürst. Super. Streck mal deine linke Hand nach vorne. What the fuck, Digga? Raus. Ganz nach vorne. Das ist doch ein abgekartetes Spiel wie Poker. Und sobald du wieder irgendwas spürst, die Hand nach unten. Oh. Digga, kann der Hypnotiseur nicht einfach Sascha so hypnotisieren, dass der aufhört zu rauchen? Es wäre sau chillig, wenn der Hypnotiseur wirklich einfach guckt, dass Sascha aufhört zu rauchen. Das machen doch Hypnotiseure eigentlich, oder?
Also nein, also Sascha, ja. Wir haben gar keine Plan, was aufkriegt. Oh mein Gott. Ich hab jetzt auch mal. Würdest du ihm das erzählen, weil er weiß von nichts. Ich hab alles gemacht und du hast in dem Moment dann halt, also du hast alles genau gespürt. Was Digga, der sieht aus. Der sieht aus, als hätte gerade jemand ganz tief in seinem Stammhirn rumgewühlt, Digga. Der sieht wirklich aus, als hätte da jemand ganz, ganz viele Synapsen bei ihm verändert. Guckt euch mal an, wie er aussieht, Alter. Der arme Junge, Digga. Fucking high as fuck, man. Was bei mir war. Okay. Ich hab nicht. Ey, kannst du auch so Dinger-Sachen machen, zum Beispiel, wenn jemand raucht, dass du dem hilfst, aufhören zu rauchen? Oh mein Gott, Tim. Ich hab jemanden hier im Raum, der das dringend bräuchte. Ja, da würde mir auch schon dran einfallen. Warum schaut ihr mich jetzt an? Bitte das nicht zu Hause probieren. Ich werde genau das zu Hause nachmachen. Würdest du bestätigen, dass die heiß ist? Ja. Okay? Ja. Und würdest du, zeig uns mal den Limit, wie weit du runterkommst. Das ist Grenze, oder? Ja. Das ist Grenze. Versuch's mal selber auch. Das ist Grenze. Versuch's mal nochmal. Da war schon eins, Dankeschön. Das ist Grenze. Hier, ja. Okay, vertraust du mir? Okay, dann pass mal auf. Stell dir vor, dass dir nichts passieren kann. Schau mir in die Augen. Digga, was ist das für Trash-Musik, die da im Hintergrund läuft? Und stell dir vor, du verbrennst dich nicht. Wer spielt da von seinem Handy so Musik ab? Danny, lass das. Okay. Und es geht runter. Digga. Ja, hier ist aber auch, Nico ist aber auch in einem ganz anderen Film, Digga. Der denkt, der muss auch hypnotisiert werden, Alter. Aber macht keinen Spaß. Spürst du was? Alles gut? Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. So weit du kannst. Runter, 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 runter. Weiter. Vertrau mir, runter. Es passiert nichts. Vertrau mir. Und wenn ich jetzt sage, tut's weh. Oh. Großen Applaus! Hä? Digga, der hat den doch, das ist doch Drogen. Was? Digga, was? Hä? Bruder, ist alles in Ordnung? Jetzt hypnotisiert, Boys. Was ist los? Scheiß Tim Gabel. Tim, Junge. Ja, Tim ist null beeindruckt einfach. Er hat ihn hypnotisiert, Boys. Jungs, er hat ihn hypnotisiert. Imagine, du zahlst 1000 Euro dafür, dass du deine Hand verbrennst. Hier liegt einfach eine Unterhose. Was hast du für eine Unterhose verloren? Kann man die mitnehmen? Kann man die haben? Komm, bitte. Hey, das war's? Der hat zwei Sachen gemacht und dafür hat er 1000er bezahlt? Wenn die Bezahlung als Papa-Platte-Mitarbeiter zu schlecht ist einfach. Ich hab seit 3 Jahren keine Unterhose mehr an, sagt er. Warum hat der dafür 1000 Euro bezahlt? Roadtrip-Check! Let's go! Hot Girl Summer! Bruder! Ey, nein, stopp! Abbrechen! Ach, Digga, ich glaube, die Hypnose hat nichts geholfen, Alter. Die sind alle drei immer noch komplett verwirrt. Hey, Baby, stopp! Hey, Baby, stopp! Hier soll ein fahrreisischer Autobahn! An Abschlepper! Stay high bis zum Tod! Digga, Junge, also die sind ja wirklich die. Bro, man muss wirklich alle drei hypnotisieren und dann einschläfern. Der heißt das Label wurde gesagt. Ah ne, einschläfern ist, wenn man tot ist, ne? Jetzt kommen erst die Cops, Digga. Fick mein Leben, wir stehen hier bis heute Abend. Ich hab gesagt, wir sollten über die Aare fahren. Den ganzen Morgen habe ich das schon gesagt. Aber nein, der Herr, euer Papa, das ist immer der Klassiker, euer Papa wollte über die A12 fahren. Oh, das ist immer eine blöde Wahl. Also man sollte nie über die A12 fahren, Chat. Merkt euch eine Sache. Fahrt niemals über die A12. Und wie hätte ich das jetzt wissen können, dass hier im Stau ist? Den ganzen Tag höre ich von dir nur Gemecker, Beschwerde. Dann fahr doch selber du mal. Du blamierst das dich immer, weiß. Wenn wir bei deinen Eltern sind. Immer. Alter. Wo kommt das auf einmal her? Meine Eltern sind seit 10 Jahren tot, Brigitte. Der Lustige aus dem Podcast. Hilfe, die du brauchst. Digga, chilligt, Alter. Chilliger Copyright-Strike am Ende noch. Danke dafür, Kevin. Sehr, 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 sehr nice. Da freut man sich doch drüber.